Das letzte Mal bei Infliction. Ich kann nichts machen. Oh Mann, ey. Geisterbezwingung. Mit deiner Kamera kannst du die Geistergestalt effektiv abwehren. Sei doch gewarnt, sie wird dadurch wirklich wütend. Ach, echt? Also wenn das einen Unterschied macht, oder was? Ich denke nämlich nicht, dass das einen Unterschied macht. Guten Morgen, Sonnenschein. Ich wach jedes Mal in einem anderen Zimmer auf, ne? Finde ein Familienerbstück oder Andenken. Jetzt ist die Tochter auf jeden Fall schon wieder älter. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet in dem Kinderzimmer. Mr. und Mrs. Pout, ich melde mich bei Ihnen wegen Maggie und der stetigen Verschlechterung ihrer Noten in den letzten Jahren. Maggie hat so viel Potenzial, aber es gibt einige Probleme, an denen gearbeitet werden muss, wenn sie ohne Probleme den Abschluss schaffen soll. Als Maggie zu uns kam, stand ihr Notenschnitt auf einer soliden 2 mit weiterem Verbesserungspotenzial. Jedoch hat ihre Leistung stark nachgelassen. Maggie steht jetzt zwischen 3 und 4. Dabei könnte sie auf 1 stehen. Ich würde gern anbieten, ihr nach dem Unterricht Nachhilfe zu geben. Natürlich ohne zusätzliche Kosten für sie. Ich glaube, wenn wir ihr nur ein wenig den rechten Weg weisen, können wir Maggies Noten vor dem Abschluss verbessern. Ich möchte außerdem anmerken, dass Maggie oft in schmutziger Kleidung zur Schule kommt. Ich mische mich nicht gerne in ihre Angelegenheiten ein, aber es gehört zu meiner Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Schüler daheim ein förderliches Umfeld haben, damit sie sich auf ihre Ausbildung und Zukunft konzentrieren können. Ich habe in diesem Jahr mehrmals versucht, sie telefonisch und per Brief zu erreichen. Ich wollte ihnen in der vorherigen Woche einen Besuch abstatten, doch niemand hat auf mein Klingeln reagiert. Dieser Brief ist mein letzter Versuch. Bitte rufen Sie mich unverzüglich unter der unten angegebenen Nummer an. Ansonsten sehe ich mich gezwungen, mich an das Jugendamt zu wenden. Ich will nur das Beste für Maggie. Bei häuslichen Problemen können wir gemeinsam daran arbeiten, eine stabile Umgebung zu schaffen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich hoffe, ich höre bald von Ihnen. Ja, dadurch, dass ja der Brief in Maggies Zimmer liegt, ne, kann man ja davon ausgehen. Da ist draußen Action. Ich weiß nicht, ob man das hören konnte, aber ja. Auf jeden Fall kann man ja davon ausgehen, dass sie den Brief genommen hat. Die Eltern den gar nicht geöffnet haben. Auf jeden Fall wird sie wohl sehr vernachlässigt, was schon sehr krass ist. Aber ja, gut, ne? Wenn die Mutter auf Pillen ist, der Vater nur Alkohol trinkt, der kleine Bruder gestorben ist. Was macht sowas mit einem Kind, ne? So, und ich denke mal, hier wartet eine neue Folge von Massimo auf uns, der auch immer verrückter wird, je mehr man von ihm sieht. Oh. Keine Folge von Massimo. CX-Files, Season 1. Oh, schade, ich hätte gern eine Massimo-Folge gesehen. Na gut. Was haben wir hier? Irgendwelche komischen Bücher. Noch mehr komische Bücher. Ich glaube, die haben wir alle irgendwie schon mal hier gesehen. Bevor ich mir das Tagebuch der Mutter nehme, gucke ich mich einmal noch um. Sehr interessant. Warum liegt denn aber von der Tagebuch des Mutter hier? Ach, das ist ihr Tagebuch wahrscheinlich. Oh je. Die Mutter, die Maus. Der Junge als tot dargestellt. Das Kind traurig. Der Vater ist der böse Drachen. Ach du Scheiße. Dear Diary,
I haven't spoken to Dad in years. We avoid each other as much as possible. He's always drinking and I'm scared to talk to him. Mom is a mess. She's so weak. I hate them both. I hate it here. I'm a prisoner in my own room. I can't have my friends over. I stay at Bridget's house as much as I can. It's time for a change. I met a boy 2 months ago. His name is Carl, and I think I love him. I told him about everything yesterday. My dead brother, drunk father, and drugged up mother. I thought he'd run for the hills, but he says he wants to save me. He says we should run away, and I think I will. What is my future here? I can't stay. I feel bad leaving my mom, but if she ever grew a spine, she'd have taken me away from here years ago. I have to go. Hm. Tja, ist halt klar, ne? Für sie ist das richtige Katastrophe. Schlimm. Wie jedes Mal auch die Wohnung anders aussieht, ne? Wie, hier ist ein Zahlenschloss vor. Das ist auch neu. Jetzt ist es wieder ein Arbeitszimmer. Interessant. Junger, wütender Mensch. Wahrscheinlich jetzt die Tochter, wa? Was ist eigentlich meine Mission hier? Ich habe gar keine Ahnung mehr. Du musst etwas finden, das der Familie deiner Frau gehört. Wie wäre es mit Schmuck? Okay. Oh, das sieht cool aus, das Bild. Also die Bilder hier finde ich anteilig richtig geil. Kein Papier. Typisch Drucker, machen immer nur das, was sie wollen, nicht das, was sie sollen. Ich frage mich, wessen Arbeitszimmer das denn hier war, wer hier nachher von zu Hause aus gearbeitet hat. Oh Gott! Und wer war denn hier auf einmal in der Klinik? Das ist ja schon das zweite Mal, dass wir jetzt hier die Klinik sehen. Ich werde einfach mal gehen. Ich glaube nicht, dass ich in irgendeinen Raum muss. Sagte sie und versuchte trotzdem, die Tür zu öffnen. Hallo? Hallo? Passiert hier irgendwas? Scheint nicht so. Also, doch irgendeine Tür. Hallo, ich bin verwirrt. Mehr als sonst. Das ist der einzige Raum, wo ich reinkomme, aber hier ist doch nichts. Ich nicht verstehen. Ach, Fotos machen. Ich vergesse immer, dass ich ja Fotos machen kann. Das zeigt mir erstmal nicht so viel. Warte mal, ich kann ja erstmal noch hier hinten Fotos machen. Vielleicht ist ja irgendwas Wichtiges in dem Raum. Wer weiß. Aber es scheint nicht so zu sein. Nö. Das verrät mir erstmal alles nicht so viel. Verstehe ich jetzt nicht. Hä? Aber hier komme ich doch auch nicht weiter. Hallo?
Verstehe ich nicht. Was soll ich denn machen? Das sind halt die Stockwerke, wo man was findet. Und an welchem Stockwerk bin ich denn? B. Okay, hier ist irgendwo ein Generator. Aber wo denn? Ich bin verwirrt, mehr als sonst. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Stuff only. Ja, wo ist denn hier ein Generator? Hier ist doch auch nichts. Hä? Hallo? Ernsthaft? Ach, ich muss da einfach nur durch. Oh, ich trottel, ey. Hallo? Hier liegt eine Leiche. Mit der habe ich nichts zu tun, okay? Thanas Asylum. Okay. Warte mal, seid ihr alle tot? Ist ja furchtbar. Wer bist du? Kann ich echt nicht lesen. Hä, hey, warte mal. Gary? Ist das der Mann oder was? Ist der tot? Hä, ja, das sind alles Garys. Verrückt. Oh Gott, Alter. Dieses Spiel, ne? Aber ich find's gut. Ich find das einfach gut, okay? Erschrecken ist immer gut. Alter, was für ein protziges Büro. Okay, was haben wir hier? Sehr geehrter Dr. Tennis, ich habe versucht, Sie persönlich zu sprechen, allerdings ist meine Bewegungsfreiheit im Gebäude etwas eingeschränkt. Dies ist auch mein eigentlicher Grund für das Schreiben. Ich verstehe das Bedürfnis nach erhöhter Sicherheit, kann so aber meine Arbeit nicht ordnungsgemäß ausführen. Ich schicke die Leichen zu diesem übergewichtigen Herrn, den Sie in der Pathologie meinen Vorschlag entsprechend stationiert haben. Was? Ich schicke die Leichen zu diesem übergewichtigen Herrn? Achso, ich kann allerdings meine Unterlagen nicht beim Empfangsbüro abgeben, da es immer abgeschlossen ist. Sie bewahren den einzigen Schlüssel in Ihrem Büro auf, wodurch mein Zugriff sehr eingeschränkt ist. Ich bitte Sie darum, mir eine Ausfertigung des Schlüssels zur Verfügung zu stellen. Ich erwarte Ihre Antwort mit freundlichen Grüßen. Das bedeutet wohl, wir finden hier gleich einen Schlüssel. Oder auch nicht. Ist die Frage, wo ist der denn versteckt? In der Keksdose. Oh, Butterkackis. Butterkackis. Buttercookies. Mann. Wieso guckst du so komisch? Hä, wo bewahrt er denn jetzt den Schlüssel auf? Man kriegt diesen Hinweis doch nicht umsonst. Na, das geht mir ja schon wieder auf den Zünder. Drück irgendwas. Hallo? Kann jemand dieses Gesicht umdrehen? Hm. Ja, ich weiß nicht. Hier scheint nichts zu sein. Das verstehe ich nicht. Na gut, dann gehe ich halt wieder. Lass mich hier durch. Schiebung. Was ist das denn? Hier wurde nicht sauber gemacht. Schweinerei.
Das sind sehr vertrauenswürdige Instrumente. Ja. Definitiv. Ich finde das sehr interessant. Das sieht alles so aus, als wenn es irgendwelche Hinweise für mich bereithalten sollte, aber tut es ja am Ende nicht. Von da kam ich ja. Lass mich hier durch. Hä, ich fühle mich voll veräppelt. Ich übersehe irgendwas, aber was und wo? Der Abschnitt stellt sich irgendwie als kompliziert raus. Sieht alles so aus wie Bus, ne? Aha. Natürlich gehe ich in irgendwelche merkwürdigen Lüftungsschächte. Warum auch nicht? Quatsch, Mückengesicht voran. Alter Schwede, Genickbruch. Auf jeden Fall scheine ich eine Etage tiefer zu sein. Das ist überhaupt nicht beängstigend, sondern völlig normal. Hä? Als ob. Nee, warte mal, ich bin von oben gekommen. Ich guck erstmal hier rum. Was ist hier los? Was soll das? Lass mich in Ruhe. Nein! Warte! Oh Gott! Wer ist er denn? Und zack. Ja, gut. Er ist wohl derjenige, der hier die Leute zerhackstückelt hat. Oh Mann. Er ist einfach dann mal gleich hier rein. Oh Gott, alles voller Blut. Kann ich auch sehen. Was willst du tun? Oh no. Ja, das ist schön. Ich muss ihn wahrscheinlich hier einsperren. Ja. Okay, warte, das kriege ich hin. Ich jag ihn zu mir. Guck mal, ich mache Lärm. Oh. Nee, du musst schon hierher kommen. Ja, komm hier. Ja, hi. Ja, jetzt muss ich mich beeilen. Schnell, 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 schnell. Jawohl. Haha. Der das jetzt kaputt machen kann. Vielleicht sollte ich mich beeilen. Frage ist, wie lange hält das dicht? Ich weiß nicht, ist hier irgendwas wichtig? Ich hoffe einfach mal, dass ja. Ah, hier unten ist der Fasche, aber er geht ja halt nicht, ne? Da gehe ich jetzt erstmal noch nicht rein.
Also er scheint nicht rauszukommen, er macht nur Lärm. Ah, guckt euch das an. Hier ist der Generator. Und jetzt kann ich nach oben fahren. Yay. Oh, er ist ausgebrochen. Ich habe gesehen, dass da ein Loch drin war. Tschüss. Was ist denn hier überall los? Was? Ja. Ist auf jeden Fall alles sehr vertrauenserweckend hier. Finde ich gut. Bin ich jetzt wieder in meiner Wohnung? Als ob. All that training paid off, it seems, as she came first in the annual trial. And you know who you are. Or do you? Some believe this is their life flashing before their eyes. It was really a moment of clarity. A clear meaning and understanding that every action you take will bring you closer to your judgment. Do you understand the extent of your actions? The tormentor can become the tormented. The giver of gifts can become the receiver. I only got 6 months. You're lucky. This reality isn't real. It's only a reflection of you. Mega merkwürdig alles. We'll be back after these messages. Okay, ich verstehe schon. Ist auch ein sehr hübsches Bild meiner Frau. Was haben wir denn hier? Mom, I'm so sorry for everything that's happened to you. I can't do this anymore. Do you know how many times I hid under my bed listening to Dad hurting you? Falling asleep under the bed to the sound of you crying? I hate you for not taking me away from here years ago. I'm running away with my boyfriend and I won't be coming back. I'd be safer living on the streets than I am here, and that's no way for me to live. I'm old enough now to understand that none of this is normal. Maybe we'll see each other again someday, but I never want to see him again. Get help, Mom. I do love you. Love always, Maggie. Hä? Ich meine, ist ja auch schon klar, was dann passiert ist wahrscheinlich, ne? Aufgrund von dem Tod, der jetzt von wem auch immer ausgelöst wurde, von dem Baby, sind die beiden einfach durchgedreht und irgendwann hat der Vater die Mutter gekillt halt. Das ist jetzt, denke ich mal, schon sehr klar. Und deswegen wird er, beziehungsweise wir, jetzt heimgesucht von ihr und wir schmoren irgendwie in der Hölle oder irgendwie sowas. Diese Bilder. Dass ich mich verstecken kann, finde ich beängstigend. Das heißt wahrscheinlich, ich werde gleich sterben, weil ich wieder zu dämlich bin, mich zu verstecken. Hilfe. Nur das mit der Anstalt erschließt sich noch nicht, ne? Ah, oh wow. Hi. Jetzt ist sie richtig angepisst und wird mich gleich töten. Ah! Geh weg! Nein! Nein! Was geht bei dir? Deine Augen sind echt klein. Alles wird gut. Nichts wird besser. Verdammt. Verdammt. Oh nein.
Okay. Ich frage mich, ob es hier verschiedene Enden gibt. Und es irgendwas ausmacht, ob man nur früher erwischt wird oder nicht. Also, oder wie oft man erwischt wird. Weil grundsätzlich passiert ja nichts, außer dass man gekillt wird. Hey, ah, nein, geh weg! Wieder richtig angepisst. Oh ja. April 1996. I hadn't spoken to him in what seemed like an eternity. So I was shocked when he asked me to come back to the cabin. I assumed he wanted to fix a marriage. Maybe try to move past everything and start over. Last time we were at the cabin, it was so romantic until the freak show started. And I vowed never to go back, but if we help our marriage, I'll try anything to end this nightmare. Once we got there, he just started babbling about this being the place of conception and rummaging through that fucked up basement. I don't know if I should be indulging him or getting help. I want him to get help, but I'm scared of how he'll react. Okay. Was siehst du? Ich sehe zwei Babydrachen. Zwei Baby-Embryo-Drachen. Was sehe ich hier? Eine Frau mit Flügeln. Baby-Embryo-Drachen. Warum sind die Karten doppelt? Oh, was sehe ich hier? Puh. Keine Ahnung. Kann ich da bitte hin? Ich möchte diesen Zettel da haben. Ich habe vernommen, dass sich viele von Ihnen über den fehlenden Zugang zum Empfangsbüro beschweren. Es wird weiterhin nur einen Schlüssel geben und dieser Schlüssel bleibt bei mir. Wie Sie vielleicht wissen, befindet sich der Haustresor im Empfangsbüro und ich lehne es ab, jeden Zutritt zu gewähren. Wenn Sie Ihre Unterlagen abgeben müssen, schicken Sie alles in die Pathologie. Mr. Grave wird es in Ihrem Namen einreichen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Tennis. Ja, wo ist denn aber der Schlüssel? Das ist doch jetzt hier sein Büro, oder bin ich doof? Ja, genau, ich brauche den Schlüssel. Schlüssel. Warum gibt es hier kein Schlüsselsymbol? Hallo, gibst du mir den Schlüssel bitte? Okay, warte mal. Was könnt ihr hier verraten, was man nehmen muss? Take a photo. Von was denn? Okay, wir haben das Dreieck mit dem Auge, den Kelch, Unendlichkeit, umgekehrtes Dreieck. Kelch. Komisches Unendlichkeitssymbol und das umgekehrte Dreieck.